Ja, da guckt ihr, ne? Es fehlt irgendwas. Genau, ein Tisch. Und zwar habe ich von Flexispot den E7-Tisch zur Verfügung gestellt bekommen und habe mich dazu entschlossen, dazu mal ein Video zu machen, weil ich das eigentlich ganz geil finde. Das ist ein höhenverstellbarer Tisch. Man kann sich die Tischplatten aussuchen, da kommen wir aber später noch zu. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was dazu, wie man den aufbaut und was das Ding so alles kann. Fangen wir auch direkt mal mit dem Paket an. Und zwar haben wir hier den Karton von Flexispot. Der hat ganz schön gelitten bei der Post. Der wiegt auch irgendwie 35 Kilogramm. Kann gerade mal schauen, ja, hier sieht man das ganz gut. Aber es ist hoffentlich alles heile geblieben. Die haben hier vorne ja auch noch so kleine Abstandshalter drin. Deswegen denke ich, damit wird alles okay sein. Und den bauen wir jetzt mal auf. Wundert euch nicht über die Kartons da vorne. Da ist es noch eine Kabelhalterung, einmal für unter den Tisch. Und dann haben wir noch so eine Kabelführung für seitlich für den Tisch. Das gucken wir uns aber gleich in Ruhe an. Erstmal packen wir diesen Karton hier aus. Hier haben wir auch eine Anleitung mit am Start. Die sieht ziemlich dick aus. Die hat aber einfach mehrere Sprachen. Ich habe das gerade schon gesehen. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Garantie. Wir holen uns natürlich die Deutsche dafür erstmal raus. So wie die Anleitung aussieht, ist es auch relativ easy aufgebaut. Das werden wir aber gleich schon feststellen, wenn ich das Teil dann zusammenzimmer. Boah, allein dieser Rahmen hier oben drauf, der ist schon schwer. Also wie gesagt, das Paket hier, das wiegt irgendwie knapp 35 Kilo. Eine Tischplatte habe ich auch noch dazu bekommen. Die hat, glaube ich, 25 Kilo knapp. Also das sind schon schwere Komponenten. Aber das hier musste sowieso nicht ich schleppen, das musste Lexi schleppen. Ich habe die Tischplatte gehoben. Von daher war ich da erstmal schön fein raus. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Also es sind wirklich ganz schön stabile Teile hier drin. Der Tisch soll es übrigens aushalten, 125 Kilogramm zu stemmen. Das werde ich gleich testen. Ich werde mich da drauf setzen. Ich wiege nämlich ca. 100 Kilogramm. Das werde ich auch gleich nochmal überprüfen. Und dann setze ich mich da drauf und dann gucke ich mal, ob er wirklich noch nach oben und nach unten fährt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Interessante für mich bei dem Fall ist einfach nur, dass ich den Höhen verstellen kann. Wenn ich diese Shots mache, zum Beispiel von Computern, dann kann ich den mich schön hoch und runter fahren, die Kamera auf einem Stativ lassen, beziehungsweise auf meinem Slider und kann dann dementsprechend diese Aufnahmen machen. Ist ganz geil. Und wenn ich in Zukunft meine Videos mache, kann ich mich auch hinstellen. Das heißt, ich kann den auf Stehhöhe quasi fahren und werde dann diese Videos so aufnehmen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Das ist natürlich auch ganz geil. Ist auf jeden Fall alles gut umverpackt hier. Das ist alles doppelt und dreifach. Boah, alter Schwede. Was ist das denn? Ich glaube, das ist ein Tischbein, was ich hier erwischt habe. Naja, das sind die Füße. Allein die Füße wiegen schon übelst viel. Oha. Ach, wie cool. Werkzeug kriegt man auch dazu. Nice. Oh, ich habe den Motor gefunden. Das ist so ein Tischbein mit Motor. Alter Finne, ey. Also das, was hier jetzt liegt, ist quasi alles. Wir haben hier zwei so Tischbeine. Das wird die Mittelverstrebung sein mit diesem Netzgerät, was da drin hängt. Da haben wir noch ein paar Zubehörteile. Was ich ganz witzig finde, hier steht 161 Kilogramm. Ich hatte online 125 Kilo gelesen. Kann natürlich sein, wenn man da jetzt noch diese Tischplatte und alles von abzieht, dass man dann irgendwo bei 125 landet. Und hier bei den Specs sehen wir auch von 58 cm bis 123 cm verstellbar. Ja, dann fangen wir auch erstmal an, die Kiste zusammenzubauen. Vielleicht erkennt man das auf der Kamera jetzt gar nicht so gut, aber wir haben hier eine Unterteilung. Und zwar haben wir hier A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und da sind immer die passenden Schrauben für den jeweiligen Step drin. Hier sieht man es auch, das sind so Schrauben mit Innensechskant. Wir haben zwar dieses Tool dabei bekommen, was irgendwie so drei Größen hat, aber wir nehmen den hier. Übrigens konnte man sich diese Gestellfarbe auch aussuchen. Also es gab schwarz, weiß und grau. Ich habe jetzt schwarz genommen, passt einfach zu allen Platten am besten. Und ich fand es halt auch ganz hübsch. Ui, die wollen hier als nächsten Step schon, dass ich die Tischplatte hole. Ja gut, dann werde ich das mal machen. Oh, alter Schwede. Die ist ganz schön schwer. Egal. Ihr seht diese Holzfarbe hier. Das ist Ahorn, laut Website. Eigentlich wollte ich so eine Marmor-Beton-Optik haben. Hätte hier besser in den Raum reingepasst. Gab es in der Größe aber nicht. Also ihr müsst wirklich gucken, je nachdem welche Farbe ihr nehmt, ob die Größen von den Tischen dann dementsprechend auch verfügbar sind. Aber ich finde das jetzt auch nicht schlecht. Für zukünftige Reviews und so ist es wenigstens mal heller. Mir wurde in den Kommentaren nämlich letztes Mal zum Beispiel bei diesem weißen Gehäuse von Deepcool, da wurde geschrieben, ja, alles drumherum schwarz, Hintergrund schwarz, Tische schwarz, alles doof. Ich denke, damit kommt das dann besser zur Geltung, ist ein bisschen neutraler. So, und jetzt hätten die gerne von mir, dass ich dieses Tischgestell hier drauf packe, dann die Schrauben löse und das so weit auseinanderziehe, dass es in die vorgebohrten Löcher von der Platte hier geht.
Dafür schrauben wir jetzt einfach die Schräubchen ein bisschen los. Ich denke mal, das reicht dann schon, wenn sie ein bisschen lose sind. Und dann ziehen wir das Ding auseinander. Ja, Tatsache, funktioniert. Was ich auch witzig finde, die liefern einem ja diesen kleinen Schraubendreher dabei, aber dann sagen die hier halt lieber den Bohrer benutzen. Ja, da braucht man auch ein bisschen Kraft, um die da reinzukriegen. Aber wir hätten das jetzt soweit hier. Also der Rahmen ist jetzt soweit drauf, die ganzen einzelnen Schrauben auch. Und jetzt wollen die im nächsten Step einfach, dass wir diese Beine da drauf machen und das machen wir jetzt auch. Ich denke mal, es ist auch relativ egal, welches Bein man dann nimmt. Also es gibt hier von den Dingern einfach nur zwei Stück, die setzt man jetzt da rein und schraubt die fest. Ja, und jetzt noch die Füße drauf mit den Schrauben C. Die könnt ihr übrigens auch noch ausgleichen, ne? Also wenn ihr jetzt ein bisschen unebenen Boden habt, das ist kein Ding, das könnt ihr auf jeden Fall hier mit einstellen. Jetzt hat man hier noch die Möglichkeit, das Bedienpanel links oder rechts anzubringen. Ich werde es rechts anbringen, weil ich bin Rechtshänder. Ist am logischsten. Das ist übrigens das Panel. Die einzelnen Höhen könnt ihr selber einstellen. Ihr habt hier zwei freie Punkte und dann könnt ihr quasi zum Stehen und zum Sitzen, das kann man sich auch frei auswählen. Ist einfach nur zur leichten Orientierung, dass ihr euch nicht merken müsst, eins ist Sitzen, zwei ist Stehen oder sonst was. Das könnt ihr euch frei auswählen. Jetzt haben wir hier die Verkabelung, auch recht easy gemacht. Einfach das Stromkabel in das Netzgerät und hier haben wir die einzelnen Stecker. Einmal so ein Netzwerkanschluss für das Control Panel und die einzelnen 6-Pin-Stecker für die einzelnen Säulen von dem Tisch. Jetzt haben wir hier von FlexiSpot noch diesen Kabeltray. Das könnt ihr euch aber frei aussuchen, wo ihr das an dem Tisch anbringt. Denn das Lustige ist, die haben so einen Karton mitgebracht, da sind so Löcher vorgestanzt. Das legt man dann einfach auf den Tisch drauf und dann sieht man direkt die Schraubabstände. Ich mache das jetzt hier hinten auf irgendeiner freien Fläche. Ich bohre mir das quasi vor und dann packe ich mir das Ding da rein. Ich denke, ich mache mir das jetzt einfach hier so mittig hin. Ja, das geht ganz gut. Jetzt haben wir hier diese Laschen, die habe ich jetzt nur draufgelegt, die schraube ich fest. Dann packe ich mir noch den Kabelkanal da dran und dann sind wir damit auch schon durch. Ja, sind wir auch schon durch damit. Also theoretisch hätte ich die Kabel hier vorne auch da reinlegen können. Lasse ich jetzt aber, weil die habe ich hier jetzt festgemacht, das passt schon. Und dann stellen wir den Tisch jetzt mal auf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das alleine gewuppt kriege. Also eigentlich soll man das mit zwei Personen machen. Ah, doch, scheint ganz gut zu gehen. Hätte jetzt natürlich nicht über die andere Seite machen dürfen, weil hier dieses Control Panel ist. Aber so geht's eigentlich. Ziehen wir den mal hier rüber. So, dann stellen wir den ganzen Bums jetzt mal auf hier. Ach, jawohl. So, den drehen wir dann auch noch. Oh, ist der schwer, ey. Leck mich fett. Ja, Panel ist rechts, so wie es sein soll. Perfekt. Und nur mal als kleiner Beweis, wir setzen uns ja gleich da drauf. Ich habe hier meine kleine Waage. 99,4. So. Den testen wir jetzt. So, hier steht die Kiste jetzt. Das ist jetzt mein Sitzmodus. Den habe ich mir schon so eingestellt. Ich zeige euch gleich noch, wie das Ganze funktioniert mit diesem Kontrollpanel. Ich habe da jetzt auf jeden Fall einen Knopf zum Hinstellen. Da drücke ich jetzt einfach mal drauf. Und ihr hört schon ein bisschen den Sound. Also laut ist es nicht. Stell mich schon mal hin, wa? Ich denke, das ist ganz geil. Da können wir in Zukunft auf jeden Fall gut Videos drauf machen. Ich werde mich jetzt auch nochmal draufsetzen. Ich war ja eben schon bei der Waage und habe nochmal nachgewogen. Und dann wollen wir mal gucken, ob er das auch packt. Weil die haben ja, glaube ich, geschrieben, irgendwas über 160 Kilo. Ich schaue nochmal nach. Genau, hier haben wir das Ganze nochmal 161 Kilo. Ich denke aber, dass man wirklich diese Tischplatte und so weiter mit abziehen muss. Weil ihr könntet ja theoretisch auch eine eigene Platte drauf machen. Aber ich setze mich jetzt drauf. Also die 100 Kilo sollte eigentlich schaffen. Also ich setze mich jetzt mal einigermaßen mittig hier drauf. Ich mag sowas. Das ist Spielereien. Das ist was Feines. Wo ist es? Da. Standfunktion. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das zu hoch ist, aber... Oh, der ist schon am Leiden. Aber er fährt. Man hört es aber. Der ist richtig am Leiden, Alter. Hallo. Langsam ist auch gut. Oh. Runter, 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 runter. Aber er hat es geschafft.
Ich habe noch nichts gedrückt. Er ist jetzt auf dieser Stehposition. Könnt ihr ja gerne im Video nochmal vergleichen. Ich gehe jetzt nochmal auf das Sitzdingen. Wo ist es? Da. Ja, das geht natürlich schön schnell jetzt, ne? Geiler Scheiß. Hup. Jetzt hat er wahrscheinlich eine Kollision erkannt. Vielleicht sitze ich nicht ganz mittig, weil der Tisch hat auch eine Kollisionserkennung. Wenn ihr, sage ich jetzt mal, ein Schränkchen, ihr habt so einen Rollschrank, ihr rollt den unter den Tisch und der Tisch fährt runter und fährt auf diesen Schrank, dann bleibt er stehen und geht nochmal ein Stückchen hoch. Ich kann das jetzt nochmal probieren hier. Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt zieht er durch. Zack. Geil. Und das hier ist jetzt diese Funktion, die ich meinte, wenn man jetzt eine Aufnahme macht. Das ist für mich vielleicht jetzt nur interessant, für euch nicht. Aber ich finde das eine coole Option. Gehe ich jetzt einfach auf diesen Steh-Move. Und dann sieht man, wie das Case so reinfährt. Ist jetzt natürlich ein bisschen sehr hoch dann, aber ist egal. Das finde ich schon ganz cool. Und damit ihr jetzt mal so eine Idee bekommt, wie das Ganze hier funktioniert. Also ihr könnt den jetzt erstmal von Hand hoch und runter stellen, wie ihr lustig seid. Ja, so. Ihr könnt aber jetzt auch sagen, beim Wert 102, hey, merkt ihr das? Geht auf M. Und dann sagt ihr auf Slot 2. Und dann merkt er sich das auch so. Das war's dann schon. Wenn ihr dann nämlich in der Sitzposition seid, sage ich mal, er fährt jetzt runter. Ich stoppe das Ganze mal eben von Hand. Und ihr geht dann, Moment, muss ich die Kamera nochmal ausrichten. Ihr geht dann jetzt hier auf die 2. Dann fährt er eben auf diesen Wert hoch. Ich habe jetzt die Kamera mitfahren lassen natürlich. Aber es ist richtig easy gemacht. Also wirklich freie Einstellung. Funktioniert top. Richtig geil. Und jetzt seht ihr auch mal, wie es demnächst aussehen wird, wenn ich etwas reviewe. Wir haben eine hellere Unterlage, das mit dem Schwarz war wirklich ein bisschen sehr dunkel. Das hier ist jetzt Vertical Cable Riser Assembly Instruction. Das ist einfach nur, um die Kabel vom Tisch nach unten zu verlegen, dass das mitrollen kann, wenn der Tisch hoch und runter fährt. Sagen wir, ich habe einen PC hier drauf, Netzwerkkabel, Stromkabel und so weiter. Das wird dann durch diese Kette geführt. Das ist relativ easy. Man macht das einfach von unten in die Holzplatte rein, zieht die Kabel da durch und unten hat man noch so einen kleinen Fuß, den man draufsteckt. Das machen wir jetzt auch mal eben. Das ist jetzt tatsächlich einfach nur so ein Kunststoff, ja, Schlauch, kann man das Schlauch nennen? So eine Kette irgendwie. Und da legt man dann später die Kabel durch. Zwei Schrauben waren auch noch mit dabei, damit man das von unten festschrauben kann. Die Löcher, die ihr hier jetzt seht, die habe ich selber vorgebohrt. Muss nicht unbedingt sein, ist aber die sichere Variante. Ja, ist der Schlauch auch schon fest und jetzt könnten wir theoretisch mal das Stromkabel da durchlegen, als gutes Beispiel. Also man sieht jetzt, ich kann das hier ganz easy reinklippen. Das zieht man einfach bis unten hindurch. Das könnt ihr halt mit allen Kabeln machen, ne? Netzwerkkabel, Stromkabel, wie ich eben schon sagte. Vielleicht sogar USB-Kabel, falls ihr irgendwas Externes dran habt mit so einem 3-Meter-Kabel. So, und jetzt habt ihr das Kabel, was hier vorne rauskommt, richtig schön hier durchgelegt. Das kommt dann hier unten bei dem Fuß raus und dann einfach in die Steckdose. Das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal an FlexiSpot für die Bereitstellung von dem Tisch. Und FlexiSpot hat auch bis Ende März eine Rabattaktion am Laufen. Schaut da gerne mal vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und die Reviews werden dann in Zukunft auf diesem Tisch hier stattfinden. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.